Hallo zusammen, ich bin die Dani, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Heute möchte ich gerne einen Salat mit euch zubereiten, und zwar einen Spinatsalat mit Champignons. Ich habe den noch nie ausprobiert und ich hoffe, dass er mir gut schmeckt. Ja, ich würde mal sagen, das ist für 1 bis 2 Personen. Da brauchen wir circa 150 oder 200 Gramm Babyspinat. Dann benötigen wir noch Champignons. Die braunen sollen besser dazu passen als die weißen. Deswegen habe ich mich für die braunen entschieden. Da brauchen wir ungefähr, ich würde mal sagen, circa 100 Gramm, vielleicht sogar noch weniger. Dann Pinienkerne, 50 Gramm. Ich habe jetzt hier keine Pinienkerne da gehabt. Deswegen greifen wir jetzt hier zu den Sonnenblumenkernen. Das sind die von Aldi. Mal schauen. Genau, Bio-Sonnenblumenkerne. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer zum Würzen, dann ein Weißweinessig, Nussöl und Olivenöl und dazu passen noch Kräuter. Und ich habe jetzt diese hier da, Schnittlauch und italienische Kräuter. Man kann aber natürlich auch frische Kräuter anwenden. Frische Kräuter habe ich jetzt nicht da gehabt, aber was dazu passt, das ist Thymianzweige und Rosmarinzweige. Genau. Außerdem brauchen wir noch Senf. Und zwar habe ich den Babyspinat einmal gewaschen und durch die Salatschleuder geschleudert. Und den tun wir dann in eine Salatschüssel rein. So, dann nehmen wir die Pinienkerne bzw. in dem Fall die Sonnenblumenkerne. Und die werden wir dann in der Pfanne ein bisschen anrösten. In die Pfanne brauchen wir kein Öl zugeben, weil die Pfanne beschichtet ist. Außerdem brauchen wir noch Balsamico-Essig. Ich lasse den weg, weil, ja, ich weiß auch nicht, ich mag das nicht so gerne. Und für den Geschmack, wenn euch das gefällt, würde ich noch Balsamico-Essig oben drüber geben, wenn der Salat ganz fertig ist. So, die Pinienkerne sind schön angeröstet. Und wir werden die jetzt auf ein Holzbrett legen und dann so ein bisschen klein hacken. Jetzt werden wir für die Vinaigrette einfach in einer Schüssel ein bisschen Senf reintun. Und die Pinienkerne können da rein. Dann nehmen wir das Nussöl. Dann etwas Schnittlauch. Ich nehme jetzt den gefrorenen. Oder ihr nehmt einfach den frischen. Dann ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ich würde mal sagen circa 2 Esslöffel Weißweinessig. Und das Ganze rühren wir einfach einmal gut durch. Und schon haben wir unsere Vinaigrette für den Salat. So, Weißweinessig, ich würde vielleicht ein bisschen weniger reintun, aber ihr könnt einfach mal probieren, ne, wie euch das schmeckt. Wenn da zu viel Weißweinessig drin ist, dann werdet ihr es merken. Versucht erstmal einen Esslöffel reinzutun, probieren und dann den zweiten, genau. Wir erhitzen die Pfanne mit Olivenöl und in der Zeit könnt ihr schnell noch die Champignons schnibbeln. Besser ist natürlich, wenn man alles vorbereitet. Weil in diesem Öl werden die Champignons
schön angebraten oder gedünstet. Und jetzt habe ich hier schon mal angefangen, ein paar Champignons zu vierteln. Vorher werden natürlich sauber gebürstet und ich würde mal sagen, zwei Champignons, ein oder zwei Champignons zurücklassen für die Garnitur. Genau. So, jetzt gehen wir hin und wir haben ja noch die eine oder die zwei Champignons zur Seite gelegt. Das ist für die Dekoration. Da nehme ich einfach so einen Hobel, Gemüsehobel. Und dann stelle ich das auf ganz dünn ein und dann gehe ich hin und schneide die Champignons in hauchdünne Scheiben. So, das sind die Scheiben und die legen wir dann nachher, so können wir dann schön anrichten. Wenn das fertig ist, kann man das Ganze mit Balsamico-Essig ablöschen, aber ich mag kein Balsamico und deswegen lasse ich das einfach mal weg. So, jetzt nehmen wir den Salat und das Ganze vermengen wir dann mit der Vinaigrette. So, jetzt können wir das auf dem Teller anrichten und ja, ich esse das meistens aus der Schüssel, wenn ich das alleine esse, aber wir wollen es ja heute schön machen und ja, wir nehmen einfach ein bisschen Babyspinat. Ich würde, wie gesagt, die ganze Schüssel verdrücken, aber ich probiere das erstmal aus. Und dann, dann nehme ich die Champignons, die gebratenen Champignons. Oh, das sieht echt lecker aus, Leute. So. Jo, und dann sehe ich, dass da noch eine Zutat übrig ist. Aber ich weiß nicht. Die hätte ich wahrscheinlich in die Vinaigrette reinmischen sollen. Und zwar die italienischen Kräuter, Thymianzweige oder... Thymian oder Rosmarin. So sieht das Ganze aus. Wie in einem 5-Sterne-Restaurant. 5 Sterne? 3 Sterne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall in einem Sterne-Restaurant. Und mal gucken, ob es dann auch so schmeckt. Bin mal gespannt. Also ich muss sagen, es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ganz ehrlich. Ein ganz toller Salat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Perfekt. Das Rezept für diesen Salat werde ich euch in die Videobeschreibung reinpacken. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du Lust drauf hast. Dann würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.